Nee, zwei ich Tage mir auch krank. nicht. Also. Alter! Beiß halt noch lauter in deinen scheiß Apfel. Scheiße! Warte, klingt wie Dachpappe. Ja. Wie lange isst du eigentlich? Wie viel isst du? Jetzt weiß ich, woher die braunen Flecken beim Klo immer herkommen. Oh Gott. Ich hab halt Hunger, tut mir leid. Take me to the depot. Put me to bed. Und dann ist auf einmal Siege noch gefahren. Waren sie auch nicht mehr da. Das Auto anschaffen. Ja. Den kenne ich doch, oder? Pinky? Ja, hallo. Hi! Ich denke mir gerade, die Haare und die Brille, den kenne ich doch. Ich muss mir auch noch was in die Richtung Haare kenne ich auch. Bei mir wird es wahrscheinlich irgendwas ja, lustig. In Richtung Muscle Car oder so. Ja. Willst du einen Führerschein machen, oder wie? Ja, ich möchte ihn heute noch machen, nur ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch schaffe. Bis 220 ungefähr. Ne, könnte knapp werden. Am besten nach der Wende nochmal hierher kommen. Ja, das denke ich mir nämlich, Amos. Weil... Muss ich mir mal kurz angucken. Dass ich den dann vielleicht heute Abend mache. Bist du heute Abend auch da? Ja. Cool, weil dann... Ich würde ihn eigentlich echt gern bei dir machen. Können wir gerne machen. Hast du die STVO schon gefunden? Ja. Habe ich schon durchgelesen. Sehr schön. Habe ich schon geübt gerade. Gut. Dann kannst du einfach heute Abend hier eine Anfrage stellen. Weißt du, wie man das macht? Ja, weiß ich. Genau, dann schreibst du einfach hinter deiner Anfrage noch Pinky dahinter und dann können wir das machen. Ja, hat Magnus auch schon gemeint, dass ich das machen soll. Was haben wir denn hier? Pinky Pinky? Ja. Ja, ja sehr mal. Schön. Gell? Die habe ich hier aber auch schon ein paar Mal gesehen. Wen? Sie? Mich? Ja. Echt? Oder? Ja, vielleicht. Ich bin überall und nirgendwo. Oh Gott, dann habe ich nichts gesagt. Und du arbeitest heute noch einen ganzen Tag als Fahrlehrer? Ich? Ja. 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 Ah, sehr gut. Das ist cool. Das mit dem Einreiseamt, das ist nebenberuflich. Da komme ich zwischendurch einmal dort vorbei. Das heißt, es war eigentlich ein Zufall, dass wir uns dort getroffen haben. Ach so. Ach, das ist ja lustig. Ja, wir sind, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter sind wir dort? 25. Und dann wird immer gefragt, wer gerade Zeit hat und wer gerade dann kann. Der fährt dort schnell hin. Legt so lange dann den Hauptberuf, sage ich mal, lahm in der Zeit, macht das dort und fährt dann wieder zurück zum richtigen Beruf. Also ich bin eigentlich hauptberuflich Fahrlehrer. Was macht denn der Kollege an deinem Auto? Was? Weiß ich nicht, was er in meinem Auto macht. Welches ist denn deins? Der Mercedes. Ja, der Mercedes neben, da vorne. Direkt neben meinem, schwarz-orangen. Ah, okay. Weiß nicht. Ja. Was die da treiben. Versucht er meine Karre zu klauen oder was? Keine Ahnung, gib direkt aufs Maul. Kann er gerne versuchen, die zu klauen. Hier geht keiner an Autos von Kollegen ran. Ach, seid ihr alle Fahrlehrer oder wie? Der meine Herr zu meiner Linken, ja. Zu ihrer Rechten, genau, das ist der Herr. Der zu Rechten ist Prakti. Ah. Und der hier mit der schwarzen Jacke, der ist heute Praktikant. Ach, lustig. Für die nächsten 3 Tage. Apropos, verstehe. Praktikant, fällt mir jetzt erst ein. Haben Sie schon frischen Kaffee für uns gemacht? Wenn sie mich mal einweisen, ich meine, ich bin jetzt direkt hier angekommen und wurde direkt mit ins Auto gescheucht, also... Ja, so läuft das. Fast. Ich kann so ja auch gerne... Also wenn sie mir eine Einweisung in den Pausenraum geben, dann hole ich ihnen auch gerne einen Kaffee. Das können wir gerne machen. Also normal kriegen die Praktikanten, die hier anfangen, erstmal eine Toiletteneinweisung zum Putzen. das ist ja nett. Das kann ich leider nicht so gut. Ich hinterlasse da immer mehr braune Flecken, als da vorher waren, also... Oh, bitte. Dann machst du definitiv was falsch. Ja, ich weiß, ich sollte irgendwie nochmal, keine Ahnung, die so eine Schule besuchen oder so. Da hinterlassen sie gleich braune Flecken, da wird mir direkt schlecht. ja, ich will es gar nicht genauer wissen. Nein, besser nicht. Wollen sie, glaube ich, auch echt nicht. Nein. Ja. Wie kam es denn dazu, dass sie jetzt Praktikum machen wollen? Haben sie überlegt, hier anzufangen? Ja. Okay. LKW-Schein und PKW-Schein auch vorhanden? Ja. 5 Jahre auf der Insel? Ja. Ja, nice. Dann steht ihnen ja eigentlich gar nichts mehr im Wege. Nein. Wenn das ist auf die Bewerbung, aber das ist ja auch... Genau, die Bewerbung, das Bewerbungsgespräch. Und dann wird ihr Praktikum am Ende noch bewertet. Das fließt dann auch mit ein. Ja. Ich meine, ich hätte natürlich auch die Möglichkeit gehabt, mich direkt zu bewerben hier natürlich. Bei Ihnen. Aber ich schaue mir das Ganze lieber erstmal an. Das ist vernünftig. Vielleicht taugt es mir ja nicht. Vielleicht habe ich ja dann ein Problem mit Ihnen oder mit einem Kollegen und dann passt es wieder nicht und... Man weiß es ja nicht. Deswegen ist so ein Praktikum eigentlich ganz gut. Aber ich denke jetzt mal nicht. Da kommt der Schweizer. Ihr wollt mich auch mit Shiva auch mit allen verkuppeln, oder? Ja.
Nehmen wir das Schweizer? Oder werfen wir dieselbe Karre wieder? Vielleicht fängt der hier an, nee, vielleicht Schweizer auch zieht nicht. Oder? Ja, wenn das Schweizer ist. Ja. Und hier die nette Dame. Hm? Keine Lust auf Praktikum. Ich muss erstmal meinen Führerschein machen. Wie? Welchen von den beiden? Welchen von all denen? Ja, erstmal Auto. Auto? Ja, ist ja naheliegend, ne? Erstmal Auto. Okay. Ja. Aber es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen knapp, deswegen mache ich den lieber heute Abend. Und dann lieber beim Pinky, ne? Beim Pinky, genau. Das war ja schon so nett bei der Einreise, deswegen. Dankeschön. Ich weiß nicht, war bei der Einreise noch ein anderer Herr neben mir? Ja. War der dunkelhäutig oder hellhäutig? Oh, ich glaube dunkelhäutig. Ah, der ist auch Fahrlehrer übrigens. Ach, der Herr Mobamba. Das ist ja witzig. Ernsthaft? Ja, ich habe Jamal manchmal mit nach oben genommen, der durfte sich das dann praktikumsmäßig dort anschauen. Ja, ich glaube, der kannte den Magnus auch. Ja. Den G. Weil ihr habt nämlich beide gelacht, ne? Ja. Mein pinker Ausbilder. Ja, was geht's? Seit wann ist denn die Taser-Ausbildung ab Level, ab Rang 5? Das stimmt nicht, wer dir das jetzt gesagt? Ich hatte mit einem Praktiker gesprochen und habe ihn gefragt, warum er denn die Taser-Ausbildung nicht hat. Und dann meinte er, ja, der Pinky hat zu mir gemeint, erst ab Rang 5. Nee, das ist falsch verstanden. Sowas würde Pinky niemals sagen. Galo, Bradley oder der andere? Ich guck mal gerade, welcher das war. Ich glaube, das war dieser, das weiße, der hatte so braun-rote Haare. Ich spreche heute einfach nochmal mit allen Rang 0 an und sag denen nochmal Bescheid, dass das Taser-Training jederzeit gemacht werden kann, solange. Wollte ich gerade sagen, ich hatte meine ja auch schon ziemlich früh, also. Ja. Mit wann habe ich das gekriegt? Rang 1 habe ich meine gemacht. Ich habe auch meine mit Rang 0 gemacht. Pinky? Ja. Pinky im Kanal steht wirklich ein Tock. Ja, wie kriegen wir das da jetzt weg? Vielleicht nach der Wende. Genau. Kurze Frage, Wende. Pinky. Ja, bitte. Kann ich mit Sondererlaubnis die PBS machen? Ansonsten müssen Sie durch den Kanal, Herr Brostzox. Wenn Rosen sagt, dass er keine Lust hat, PBS zu machen, darfst du es machen. Also hängt's von Rosen. Boah, ich habe eben falsch geguckt, als ich da hinten gesehen habe, dass der ins Internat reinfahren wollte. Ja, das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage. Wollten Sie einen Bootschein machen? Nein, ich würde nein sagen. Nachdem, was gestern passiert ist. Weil wenn da ein Tuck steht, dann senden sie doch einfach mal ein Gebet an die Götter, die gucken, dass der Tuck da verschwindet. Tom? Ja? Hast du Lust, PBS zu machen? Wenn nicht, dann macht's einfach unser... Nö, er hat so nett gefragt, er darf den gerne mal machen. Lukas, hast die Sondererlaubnis, darfst du machen. Brian, du kannst ja deinen PKW-Schein machen, der da ist. Viel Spaß. Und danke, Pinky. Alter, bleib hier! Und viel Spaß mit den quietschenden Bremsen. Ich bin eben mal das Boot tanken gefahren. Ah, supi. Wolltest du nicht einen Kaffee machen? Und jetzt steht er beim Nachbarn auf dem Balkon, ne? Herr Bär. Der Praktikant? Ja, ich habe immer noch keine Einweisung in den Pausenraum. Das kriegst du von mir nach der Wende. Okay. Muss nur dann in Europa schnell nochmal was für die Lunge holen und dann mache ich mit dir die Einweisung. Ja. Wende dauert ja eh immer so ein bisschen, von daher. Ja, jetzt zeige ich dir erstmal die Toiletten und dann schließe ich dich ab. Ach ja, Brian, dein Ehemann hat dann ist mehr braun als vorher, ich würde es vielleicht nicht machen. Ja, ich wollte es gerade wieder sagen. Ich weiß, Pinky. Gut. Gestern noch mehr Stress gemacht. Hallo. Warte mal, komm mit, Pinky. Herr Bradley, haben Sie momentan die Fehlinformation, dass das Taser-Training erst ab Rang 5 gemacht werden darf? Nein. Gut. Damit Sie Bescheid wissen, das Taser-Training können Sie jederzeit machen, weil irgendein Rang 0 hat momentan die Fehlinformation, deswegen wollte ich das aufklären. Das weiß ich. Gut. Was für? Jo. Boah, ich weiß nicht. So ein hässliches Taxi, ne? Hm? Ich sag, da ist so ein hässliches Taxi, ne? Wo ist ein hässliches Taxi?
Ja, da, am Seitenstreifen. Ach so, ja, ja. Ja, so dieses Gelb passt überhaupt nicht zu dem Pink und umgekehrt. Ich kann ja mal schnell meinen Sentinel wegpacken und das andere Taxi holen, also. Ich sehe kein Taxi. Ja doch, dort, hinter dem Gebüsch. Hinter dem Gebüsch. Ach, da! Ja. Ja, sehen Sie, da ist so hässlich, da würde ich halt auch nicht sehen das wollen. Das sieht man fast gar nicht, ja, das ist hier ja, total, zum Glück, ja. Zum Glück sieht man es fast gar nicht. Getarnt hier. Ja, ich sag ja, so hässlich, so was will man nicht sehen. Mm-hmm. Ja. Alter. Sieht man automatisch nicht, ne? Genau, das wird einfach ausgeblendet. Ausgeblendet, ja. Immer. Aber wenn man es dann mal sieht, das ist wie ein geil. Verkehrsunfall, man kann einfach nicht mm-hmm. weggucken. Obwohl ja, ich sehe auch immer nur einen von bitte euch beiden. Flüstern, danke. Warte, was? Ha? Warte mal. Bitte nicht so rumschreien, danke. So. Wer schreit denn da? Ja, keine Ahnung. Hat einer von euch Schallwellen da unterm Geldbetrag? Nein. Du Praktikant? Stimmt, immer der Praktikant. Nein, jetzt nicht mehr. Aha. Sorry. Der Praktikant wieder, ja. Ja, ja, der hatte gerade eben Kopfschmerzen. Oh. Der ist dann, ja. Ja, ja, wie gesagt, Toiletten sind dir sicher, also. Ja, danke. Und wo darf er aufs Klo gehen? Draußen aufs Dixie, oder? Nö, ja, wir haben Männer, ja haben, und wenn, wir dann Männer ist haben ja genug Ausweichmöglichkeiten, also okay, zur Not springen wir hier ins Hafenbecken. Ach so, ja, ja. Aber, also wo genau, damit ich weiß, wo ich nicht mehr schwimmen gehe? Also im Hafen würde ich sowieso nicht schwimmen gehen. Nee, ich will gar nicht wissen, was da so für Zeug drin liegt. Was, da waren und eben schwimmen. Haie, 3 Stück. Echt? Okay, dann gehe ich da nicht schwimmen. Ja, aber die sind ja nicht mehr da. Ja, die kommen nachher wieder, oder nicht? Wer weiß. Ja, sind bestimmt so Vegetarier, die fressen nur Textilien oder so. Ich hab da eben sogar noch einen Fahrschüler reingeschubst. Meinst du, die wurden irgendwie gebissen? Okay. Also wenn man durchfällt, wird man reingeschubst. Nee, wenn man es schafft, wird man reingeschubst. Nee, dann bekommt man sogar je nach Laune des Fahrlehrers sogar noch einen Obolus. Und der wäre? Das ist dann die große Überraschung. Ui. Mich unterdrückt, 2 mit pinken Haaren. Und das verwirrt dich? Ich fühle mich gemobbt, alle tragen was Schwarzes, nur du nicht. Warte, was? Was? Wer? Ach, jeder hat doch was Schwarzes an. Ja, aber er hat kein schwarzes Oberteil, wie er ja. Stimmt. Dann darfst du hier nicht dazugehören. Fühle mich gemobbt. Das ist jetzt aber auch muss man durch. Ich musste auch durchs Mobbing durch. Also er kann sich ja noch schnell umziehen. Verstößt dagegen die Hausregeln, gibt einen Anschiss. Ich gehe außer Dienst. Und wie ist der Job so als Fahrlehrer? Anstrengend. Anstrengend? So viele Idioten da, oder wie? Ich habe ein Jubiläum gehabt. Jubiläum? Ja, was heißt so viele Idioten? Also, man muss hier eine Menge Geduld aufbringen, je nach Schüler. 9 Jahre auf der Insel. Wenn ich ganz ehrlich bin, eigentlich bin ich jemand, ne? Kommt man mir blöd, kann ich nicht ruhig halten, aber das lernt man dann halt hier, ne? Verstehe, ja. Ja. Wie lange hat man eigentlich Zeit für den Theorietest? Den können Sie jederzeit machen. Angenommen, Sie fallen durch. Ja, lesen Sie sich die STVO nochmal durch und dann können Sie gerne direkt danach wieder eine Anfrage schicken, kostet aber jedes Mal, wenn sie durchfallen, erneut $750. Ja, verstehe. Also können sie jederzeit machen, solange das Portemonnaie dick genug ist. Okay. Ja, da muss ich mir da ja gar keinen so großen Stress machen. Ja. Okay. Auch nicht so viele Fragen. Es müssen mindestens 6 sein. In der Regel stellen die Fahrlehrer so um die 10. Mhm. Und davon darf man auch 2 falsch beantworten, deswegen. Okay. Alles ganz entspannt. Ja, das ist gut. Apropos, jetzt muss ich doch glatt mal in unsere Zeitung gucken. So, gut, die Starterlaubnisse kann ich wegmachen. Tschüss. Da hat doch jemand eben gesagt, der wollte irgendwie, ja, erstmal crunchen, ne? Der wollte über mich irgendwie eine Beurteilung schreiben. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Ja, über mich wollte vielleicht auch jemand. Ach, ihr bekommt auch Beurteilungen. Ja, stimmt. Ja, Lob an Tom Rosen vor 2 Stunden. Aha. So wie guter Fahrlehrer, war sehr hübsch, oder was? Was ein
ein sehr netter und fürsorglicher Fahrlehrer. Ich hoffe, du machst weiter so. Gruß, MC Lovin' Johnson. Ah. Alter, sag doch gleich, du willst mit mir eine Beziehung anfangen. Du willst mit David was. Steht noch nicht fest. Fürsorglicher Herr... Oh, da fühle ich mich aber geschmeichelt. Das fasse ich mal als Kompliment mit Doppel-M, oder? Kompliment? Nein. Ja, weil man hört ja dieses Komm, ne, mit Doppel-M. Also. Es kommt aber nicht vom Wortstamm Komm, kommen. Okay, gut, Rechtschreibfehler behalte ich. Ja. Das fasse ich mal... Na, nee, das klingt scheiße. Da hat es gleich eine ganz andere Bedeutung, das Wort Kompliment. Oh Gott, bitte nicht. Ich suche eine Wohnung. Vielen. Er kauft ja eine. Ich auch. Vielen lieben. Kauft euch zusammen eine. Natürlich, Shiva ist eine Klugscheißerin. Du kannst dich auch einmieten. Wie heißt der? Kann und sechs. Ist es noch ohne Keller und ohne Garage. Kann oft passieren, dass sie voll den Blödsinn redet, während sie klugscheißt. 100.000. Ja klar. Also, 100 Kilogramm Lager, das ist schon ein bisschen mager. Kann man doch ausbauen, oder? Und morgen und beim nächsten Mal hast du da Razzia ne, Sachen gefunden, er war am Kochen. Vielen Dank, ja. Liegt Nähe Fahrzeughandel 6, ist noch ohne Keller und ohne Garage mit 500 Kilogramm Lager. Über ich. Immer also, wenn wir jetzt alle hier quatschen, dann esse ich mal nebenbei ein bisschen was. Ich hab so Hunger. Oh, vielen lieben Dank, Herr Johnson. Hier mit ihren Handys und so. 6793. 6, 7, 9, kannst du auch leise denken? Ja, furchtbar. Alle denken sie hier irgendwie laut und ich esse jetzt, weil habe ich was zu tun. Ja, da mache ich mit. Und ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe schon einen Unfall gehabt, aber gegessen habe ich noch nichts. Ja. Ich packe erstmal meinen Toast aus. Ja, ich esse auch gerade ein Sandwich. Warum magst du mir Toast? So, Antworten. Bams. Schön Schinken Käsetoast mit Tomatensoße noch mit drin. Oh, lecker, lecker. Bei mir ist ganz viel Käse, weil überbackenes mit Käse ist mein Lieblingsessen. Ja gut, das ist jetzt leider nicht überbacken, das ist halt so in einem Sandwichmaker gemacht. Ja, ich hab halt innen Käse schön und dann nochmal oben drauf überbacken das Ganze. Ist voll geil. Ja, und sie sind nach der Wende auch noch da? Wer, ich? Ja klar, du bist ja Praktikant. Ja. Du hast immer da zu sein. Was fragst du überhaupt? Ich habe meine Seele jetzt verkauft und eine Waschmaschine noch dazu gekauft. Aus Versehen. Aber nicht meine. Nee, dann werde ich jetzt... Nee, ich mir auch krank. Nicht. Also. Alter! Beiß halt noch lauter in deinen scheiß Apfel. Scheiße! Warte, der klingt wie Dachpappe. Ja. Wie lange isst du eigentlich? Wie viel isst du? Jetzt weiß ich, woher die braunen Flecken beim Klo immer herkommen. Oh Gott. Ich hab halt Hunger, tut mir leid. Eieiei. Sie machen aber auch einen sehr sympathischen Eindruck, ne? Ja, ich weiß. Schon lange auf der Insel? Nee, 3 Jahre erst. Sie hat einen gemacht, jetzt seit, nachdem sie gesagt, sie weiß, ist das schon so ein bisschen überheblich, ne? Ja. Aber endlich, ja. Ich weiß nicht, vielleicht kann man ja mal mit ein paar Mann was unternehmen oder so. Ach so, ja, kann man gerne machen. Ich kenne noch nicht so viele Leute. Ach so. Ja. Also Freundschaften kann man nicht genug haben auf der Insel. Shiva. Ja, weil wegen Kompliment. Also, und weiter, der Nachname war... irgendwas brauche ich ja zum Speichern. Willst du gleich alles eintragen, oder was? Ah, dann mach mal einfach. Geburtstag bitte auch, Shiva, ja? Shiva, reicht. Und Namen der Mutter. Shiva. Der Mutter. Ja. So viele Shivas wirst du ja wohl nicht kennen, ha? Huh? Nee, so, weiter? 81001. 8100. Super einfache Nummer. Ja. Habe ich sofort auswendig gekonnt. 81001. Bin klug. Ja. 001. Na dann. Ja, kann man ihn ja nach der. Oder ich mach's mal ganz schnell anders. Bevor das Dingen explodiert oder komplett hoch. Wie ist Ihr Name nochmal? Tom. Ach, Tom. Ist einfach. Tom. Und Nummer? 247. 247. 27. 27. 24727. Ja. Okay. Ich krieg das auch oft mit, wenn viele sagen, ja, ich schreib mal DMV dahinter. Ja, mach mal.
Bin ja noch lange Zeit Fahrlehrer. Auch gut. Ja, mache ich unter anderem super, auch hier so bei... Hallo, Chris, mit hab mal reden. Machen übrigens viele. Was denn? Und da wurde mir auch schon gesagt, bist du der Tom DMV? Sag ich, wieso DMV? Ach, okay. Ja, ich hab dich so gespeichert. Bist doch Fahrlehrer, oder? Sag ich, ja. Ah, okay, okay. Damit die direkt wissen, wo kann ich den hinpacken. Also. Jetzt Praktikant, leiser essen. Aber echt mal, ey, wie viele Rollen der Papa hast du gekauft? Ich hab's halt die ganze Zeit auf dem linken Ohr. Nam, 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 nam. Sag mal. Sorry. Ja, jetzt hast es dann lang. Jetzt holt er das nächste raus. Er holt was raus. Ja, dann ist schneller, keine Ahnung. Furchtbar. Genieße. Genießen, aber lass den Mund zu, Mann. Hi, sonst muss ich mir gleich noch einen Regenschirm kaufen. Ja. zu dir rüber geht es nicht. Jetzt spuck doch nicht so. Ist ja ekelhaft. Ist ja mal Freedival. Also dem habt ihr echt noch was beizubringen, ne? Ich geh ja schon weg. Ja. Genau, ach, ist Quatsch. Da hinten. Ist aber ein netter Praktikant, muss ich sagen. Außer wenn er isst, hä? Was geht mit dem? Gott. Oder, okay, Augenfehler. Ja, also ich seh nix. Hast du aufgegessen? Nein. War auf jeden Fall sehr... exotisch auch. Ja. Nein, der ist einfach. Okay, okay, okay. Und da rennt er. Ja, aber warum schiebt er den ASEA weg? Und jetzt brauche BKW-Schein. Ja, das hab ich jetzt gerade auch direkt gedacht. Warte, ich fahr mal den ASEA ordentlich hin. Ach, ist deiner? Nein, ist der vom David. Ach, von Kupi. Kupi, der kann gleich mal rankommen. Verpasse ich dem eine Lackierung. Komm ich mit meinem Beruf voran. Ja. Ach, Olga. Bruns fragte mich eben, ob der nach oben darf. In unsere Personalräume oder ob der sich wieder einen Dietrich holen soll. Da hab ich gesagt, lass mal, sei mein Freund. Ist auch ein Sack, ohne Witz. Da hab ich auch gesagt, nein. Lass das sein, Bruns. Ja, warum? Sag ich, ja, lass mich doch mal ausreden. Wir eine Wende durchmachen. Da sagte er, sagt schon auch, entweder ist die Tür wieder 24/7 kaputt oder du kriegst ein Hausverbot. Darfst du ja aussuchen. Ach, ja. Ja, nee, dann lass ich das mal lieber. Ich bin wieder weg, sagt er. Eben deswegen. Kindergarten, sowas. Aber alle. Ja, vielleicht steht der auf Hausverbot, wer weiß es. Ja, alle weg aus der Wiebeide. Nice. Neuer Fetisch. Wir sind die letzten Überlebenden. Was labert ihr zwei da? Die haben total den Knall. Hat mich nämlich ein Schüler draufgebracht. Sagt er, was habt ihr denn da für Schlümpfe rumrennen? Sag ich, was? Ja, die Herren in dem blauen Hemd. Sag ich, ach, das. Schön, schön. Ey, du Schlumpf, hol mir einen Kaffee. Ja, perfekt. Läuft, läuft auf jeden Fall. Ja, ne? Geht runter wie Butter. Schlimme ist, dass es auch Zivilisten gibt mit den Hemden. Ja, die sind halt dann auch Schlümpfe. Ist ja okay. Schlumpf-Zivi. Zivi-Schlumpf. Finde ich nicht schlecht.